liebe Freunde, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Seid willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Unterwegs bin ich hier mal wieder in Göttingen. Und was Sie sehen, werden wir jetzt gleich von einem von den Organisatoren mitbekommen, um zu wissen, worum es geht heute hier in Göttingen. Hallo, guten Tag. Hallo. Vor 5 Jahren wurde das Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Das sieht vor, dass sich das Erdklima im Durchschnitt nicht um mehr als 1,5 Grad erhitzen soll. Wir gehen momentan straight auf 3 Grad Erdaufheizung zu. Das ist total scheiße. Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, werden in Deutschland weiter Autobahnen gebaut. In den letzten Wochen wurde dafür der Dannenröder Forst gerodet. Wir stehen in Solidarität hinter allen Aktivistinnen im Wald. Wir fordern keine neuen Autobahnen. Der Bau muss sofort gestoppt werden. Die Polizeigewalt muss aufgeklärt werden. Und wir wollen eine echte Verkehrswende, mehr Geld für den ÖPNV, besseren Bahnverkehr, besseren Busverkehr. Nur so können wir es schaffen, dass das Klima überhaupt noch gerettet wird und dass wir diese 1,5 Grad vom Pariser Abkommen irgendwie einhalten können. Welche Strecke verläuft, also welche Route habt ihr heute hier? Wir fahren heute Richtung Dragonerangar. Da soll ein Acker für ein Betonwerk aufgegeben werden oder bebaut werden. Wir solidarisieren uns auch mit den Protesten dagegen. Dann fahren wir auf den Autobahnzubringer Richtung Holtensen. Eigentlich wollten wir auch auf die A7, weil wir halt Autobahnen schlimm finden. Das hat uns die Stadtverwaltung leider verboten. Das ist auch ein Skandal an sich. Also das Auto ist in Deutschland heilig offenbar und man darf nicht mal mehr dagegen protestieren auf der Autobahn. Wir versuchen trotzdem weiter auf die Autobahn zu kommen. Genau, wir fahren dann Rinschenrott und Maschmühlweg wieder zurück Richtung Bahnhof. Die ganze Strecke, wie lang ist die ganze Strecke dann? Oh Gott, vielleicht 10 Kilometer, ich kann es euch nicht ganz genau sagen. Und wann ist das angefangen? Wir haben heute um 15 Uhr angefangen. Wie lange dauert das noch? Bis wann habt ihr Erlaubnis? Das ist eine gute Frage. Es dauert so lange, wie es dauert. Ich glaube 2 Stunden insgesamt vielleicht. Die ganze Straße, wo das verläuft, werden gesperrt. Ist das so? Ja, die Straßen werden gesperrt. Das ist auch sicher, damit für alle Aktivisten die Veranstaltung gefahrlos ablaufen kann. Welche Organisationen sind dabei? Wir sind beteiligt heute mit Ende Gelände Göttingen und der Basis Demokratischen Linken Göttingen. Was schätzt du? Wie viele Teilnehmer sind dabei? Wir haben eben gezählt, wir gehen so von 500 bis 600 Leuten aus. Sicherlich werden Sie auch welche noch dazu im Verlauf des Tages auch einschließen, oder? Das hoffen wir, ja, kommt gern dazu. Unter welcher Auflage darf das stattfinden? Naja, wir halten uns natürlich an die Maskenpflicht. Alle Leute tragen vorbildlich Mund-Nasen-Schutz. Wir halten Abstände und ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen, die wir hier gerade beachten. Guck mal, also es ist auch so schön, das zu sehen. Und alles verläuft friedlich, es ist keine Schwierigkeiten. Vorhin hast du erwähnt, dass mit den Dragonenangar. Ja. Also von Göttingen heute hatten wir durch Göttingen heute auch mehrmals darüber berichtet. Was weißt du darüber? Das ist ein bisschen peinlich, ich weiß selbst nicht so viel. Wir haben auf jeden Fall noch einen Redebeitrag von den Leuten vom Dragonerangar. Ich glaube, die können da im Zweifelsfall mehr zu erzählen. Ja. Da werdet ihr auch einen Halt machen, nehme ich an, in genau. Wende. Genau. Okay, dann werden wir uns sicherlich da wieder sehen. Ja, bis dahin. Dann, ja, also vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Nochmal, was sagtest du? Wie viele Leute schätzt du sind für heute hier? 600 würde ich sagen, 500 bis 600. Also ungefähr 600 Leute sollen hier da teilnehmen sollen. Es ist so wie ein Vollfest, ein bisschen kann man sagen. Und die Polizei sichert das Ganze. Und ich hoffe, ich habe euch so was Interessantes präsentiert, liebe Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat, schön, wenn ihr das weiterteilt. Noch schöner, wenn ihr auch den Kanal abonniert, Göttingen heute. Okay, wir sehen uns wieder. Verabschiede mich anders
anders wie, ganz kurz, Leute. So, liebe Leute, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Wie gesagt, sollte euch dieses Video gefallen haben, schön, wenn ihr das weiter teilt. Und würde mich freuen auf neue Abonnenten. Okay, ciao.